Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 15 von Astronia. Ja, wir sind letztes Mal hier gestrandet. Hier ist das Harz, da wollen wir ein bisschen was von aufnehmen, damit wir Lager bauen können. Und das Ganze, würde ich sagen, machen wir nach dem Intro und dann gucken wir weiter, ob wir diesen Autoarm noch angeschlossen kriegen oder hier geht es auch runter. Vielleicht fahren wir da auch runter. Mal gucken, was wir gleich machen, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, dann legen wir erstmal los, dass wir hier das Harz nehmen, weil das ist ja schon mal eine Aufgabe, die wir ganz klar brauchen. Oder eine Aufgabe ist gut, ne? Eigentlich will ich hier gar keine Löcher machen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir so einen Erzextrahierer haben oder wie heißen die Dinger? Weil hier stolpern wir sowieso noch irgendwann über diese Löcher dann, ne? Haben wir denn einen? Zwei, ja, vier Stück würde ich gerne davon haben wollen. Das sind jetzt erst drei, oder? Ja. Hier ist auch noch was. So, jetzt haben wir vier, ne? Ja. Das bedeutet, da fahren wir mit zurück. Ne, ich laufe gerade zurück. Das Stück können wir laufen. Packen das gerade aus. Und schmeißen dann den Drucker, damit wir da Dingens kriegen. Sag schon. Lagerfläche. Mittelgroßes Lager. Also, dann macht er Repeat, so lange wie es geht, oder? Okay. Stapelt er deine Kisten oder wie macht er das? Sieht so aus, ne? Dann machen dann wieder aus. Nehmen die Kiste an uns. Obwohl an uns nehmen die Kiste ist eigentlich auch Blödsinn, brauchen wir nicht, ne? Das kann weg. Wir gucken, dass wir das hier aufbauen erstmal. So, da haben wir zwei Lager, das ist erstmal schon mal gut. Dann können wir die tauschen beim nächsten Mal, wenn der Anhänger voll ist, nehmen wir die zwei leeren drauf und ja, nehmen die dann mit. So, hier ist schon wieder so eine Forschungsprobe. Auch immer sehr nett, ne? Vielleicht sollten wir die mal. Ja, da hinten hinbringen wieder, ne? Komm, schnell die Forschungsprobe da reinsetzen. Wo ist das Forschungsding hier? Da war sowieso nur eine, wie ich gerade sehe. Lass ihn laufen. Und dann sollten wir eher fahren wie laufen. Wie geht's hier runter? Da haben wir bestimmt noch was ausgehöhlt. Naja, sieht danach aus, als ob wir hier Gemisch geholt haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier runter aussieht. Ja, nicht so ganz so prickelnd. Bis da vorne würden wir mit dem Auto vielleicht kommen. Also ich denke mal, dass wir die Leitung, die Stromleitung ein bisschen umbauen müssen, oder? Und hier wird es auch zu schmal, glaube ich. Ja, dann schalten wir mal schnell um hier. Kriegen wir das hier ein bisschen breiter gezogen? Ja, macht einen Sinn. Ja, und hier wäre jetzt schön. Oh, warte mal.
Fast war es da gerade so, wo ich gesagt hatte, das so gefällt es mir. Aber gerade ist das auch noch nicht, ne, oder? Boah, das ist aber doof jetzt hier. Hier ist ungefähr gerade, oder? Kriege ich das hier einigermaßen hin? Das tingelt da immer. Dass ich nicht genug Material habe oder was? Wahrscheinlich, ne? Mein Kanister ist dann leer. So. Erster Eindruck ist erstmal gut. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch die Rampe schön hinkriegen. Ist auch nicht so schön, ne? Ich glaube, so können wir es vielleicht riskieren. Oh, gut, dass wir da noch mal hochgegangen sind, ne? Ja, wie immer sind die Leitungen immer doof gesteckt. Okay, Verbindung steht erstmal. Den hier tun wir mal nach da noch. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Dass der nicht mitten im Weg steht. Den können wir auch weiter rübersetzen. Das sieht gut aus. Das ist auch okay. Dahin. Okay, das passt noch. Und den setze ich mal hier hin. Dann geht's auch, oder? Ja, ich glaube, das war erstmal schon mal gut. Jetzt steigen wir ins Fahrzeug ein und hoffen, dass wir da runterkommen, ohne irgendwie einen Bruch zu machen. Na, mal einmal bremsen. Nur die Frage, ob wir wieder hochkommen, ne? Weil hier unten war doch unser Dingens, ne? Wie heißt es? Ja, ich glaube, jetzt kommen wir hier erstmal nicht weiter wegen diesen Teilen hier, ne? Kann das sein? Und da hinten müssen wir hin irgendwo. Hier war doch unser Laterit, oder? Das haben wir doch hier abgebaut, ne? Ja, kommt gerade schon zu uns. Nee, das war falsch. Nee, das war schon so richtig. Dann müssen wir es hier abbauen, ne? Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal ein bisschen voll. Bis der Rucksack voll ist, dann können wir das zum Auto bringen und dann fahren wir mit dem Auto ein bisschen weiter hier rüber, oder? Und da ist eine andere Höhle. Stopp mal, wir haben keinen Sauerstoff.
Gut. Dann setzen wir hier mal noch einen hin, damit wir ein bisschen mehr Sauerstoff hier haben. Passt noch was im Rucksack? Also zwei auf jeden Fall an das Werkzeug noch. Ist da auch noch was? Nö. Da ist noch ordentlich was in der Wand. Wie viel haben wir Platz? Oh, kein Sauerstoff. Und ich glaube, wir sind auch voll. Gut, dann zum Auto. Einmal abladen. Dahin. Oh, dieses Teil ist mir jetzt mitten im Weg. Ist natürlich auch wieder super. Dann gehen wir halt mal drum rum, ne? Nochmal. Erster Anhänger voll. Ja, die Biomasse schmeiße ich jetzt nicht weg. Die brauchen wir hier vorne wahrscheinlich sogar. Ja, so sieht's aus. Und hier haben wir noch einen am Wagen, am Werkzeug oder am Wagen. So, und dann können wir da mal gerade ein Stück vorfahren. In der Hoffnung, dass wir nachher auch wieder rauskommen. So. Glitzert hier ja schon ganz gut noch, ne? Da sind diese Dinger da alle. Da war noch Letteret drinne. Aber hier ist jetzt nichts mehr, glaube ich, oder? Haben wir noch so ein Teil? Ja, aber das ist gerade hier nicht passend. Gut, jetzt kriegen wir wieder Sauerstoff. Nee, war schon so richtig. Ich habe nur wieder mal WASD nicht richtig getroffen, ne? Ich glaube, da ist nichts mehr. Das Vorkommen ist hier zu Ende. Hier noch was, ja. Da ist auch noch was. Da ist Ende. Da ist nichts mehr. Da war da noch was. Ne. Sauerstoff haben wir noch, läuft also. Da hinten ist auch noch was. Komme ich da wieder hoch, wenn? Ich will es hoffen. So, ich glaube, unser Werkzeug hat gerade das zweite. Jetzt ist der zweite Slot, das heißt, wir haben keinen Platz mehr. Das heißt, auf dem Anhänger wieder laden. Einmal das. Da drauf, der hintere Anhänger müsste jetzt voll sein. Noch einer da. Der ist zur Hälfte gefüllt. Und
Dann haben wir hier noch einen Platz auf dem Anhänger und hier vorne am Fahrzeug ist auch noch einer. Ja, dann würde ich sagen, eins, zwei und den Rucksack voll, beziehungsweise das Werkzeug, ne? Gucken wir mal. Wir haben noch eine Leitung. Dann setze ich die mal hier hin. Oh, ich glaube, da ist ein Loch, oder? Ja, sieht ganz genau aus. Ja, da ist kein Boden. Das heißt, wir müssen gleich aufpassen, dass wir nicht abstürzen. Ist hier noch was zu holen? Ja, tatsächlich noch. Ich gehe mal gerade zum Fahrzeug und pack mal zwei heraus, damit ich das voll habe. Und dann sollte nämlich das möglich sein, dass wir den auch nochmal voll kriegen. Wir müssen nur jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht abstürzen. So, kurz nochmal hier geschaut. Da ist wohl nichts mehr. Das bedeutet, ich würde jetzt mal schauen, dass wir versuchen, hier eine Plattform hinzukriegen, dass wir auf der stehen. Ja. So. Jetzt nochmal und dann das oberhalb glätten. Ja, schön wäre es gewesen, wenn es gerade gepasst hätte. So. Einmal da drauf gesprungen und geschaut, dass wir hier noch weiter abbauen. Okay, da ist schon nichts mehr zu holen, oder wie sehe ich das? Noch zwei an der Waffe, glaube ich, an dem Abbauwerkzeug, dann ist zu Ende, oder? Ich glaube, einer geht noch dran. Einmal jingeln geht noch. Aber hier ist jetzt nichts mehr, wa? Doch, da war noch was. Da ist noch was. Da ist auch noch was. So, das war's. Oder? Ich sehe es nicht. Ja, das ist voll, das Werkzeug. Koffer ist voll. Also hoch. Ab ins Auto und dann wieder hochfahren. Ja, das mit ab ins Auto ist jetzt eine ganz coole Geschichte. Kriegen wir das? Sieht erstmal gut aus, oder? Ja, sehr schön.
Es ist nur die Frage, ob wir die Rampe hochkommen. Und dieses Teil ist ja auch doof, ne? Oh, ich glaube, ich komme schon hoch, wenn der jetzt die Schräge schafft. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, da haben wir schon Tageslicht. Wunderbar. Okay, das heißt, wir sind vollgeladen mit Laterit zurück. Können das abarbeiten. Ne, ich fahre nicht da hoch. Können das abarbeiten und dann machen wir da Kupfer raus. Da kommen wir ganz viel weiter. Ne? Dann würde ich sagen, gucken wir nächstes Mal in der Folge, dass wir den Arm machen und dann mal schauen, dass wir die Forschung auch noch voranbringen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.